Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Stronghold Crusader. Wir sind bei Mission 44, die Plage. Ich muss mich immer noch über diese geile Jahreszeit hier lustig machen. 1980 nach Christus, da kann man schon mal noch mit Schwert und Schild rumlaufen. Okay. Alles klar. Dann starten wir diese Mission, das geht ja schon ganz gut los hier. Jo, wir checken erstmal kurz. Ich hätte die Map vielleicht auch schon beim Starten checken können. Ah, die Map, die kenne ich doch. Die haben wir doch schon mal gehabt, oder? Wenn ich mich nicht recht. Beliebtheit sinkt. Fuck. Ui. Ohne Essen, da beschweren sie sich gleich. Aber gut, da hätte ich mich wahrscheinlich auch beschwert hier bei meinem Bürgermeister hier. Wo ist das Essen? Kann ja wohl nicht sein hier, Junge. Junge. Geht denn das hier nicht? Jo, Burgen bauen. Wie ein Chef. Geil, geil, Alter. Es wird hier diese Burg wird in die Geschichtsbücher eingehen. So eine. Also wenn ihr jetzt Burg Riebstein anguckt, die sieht genauso aus. Das wird wieder, ich sag euch eins, das wird wieder so ein Part, wo ich am meisten Scheiß labere, kann ich euch jetzt schon sagen. Gleich einen Call raus hier. Das ist mein Call. Der Bergfried ist komplett. Das ist sehr gut, Peter. So, daraus habe ich nämlich gelernt, dass das hier nämlich nichts ist. Man kommt hier nicht hoch. Schade, sonst hätte ich hier eine voll fette Anlage gemacht, Junge. So, wir kämpfen gegen Ratte, Schwein. Okay, die Schweine und die Schlange, die haben hier ihre dämlichen Katapulte. Und Katapulte sind nicht gut. Wir haben eine. Wieso muss denn das jetzt hier dort an der Seite lecken? Es ist halt auch mit diesen Screen-Fehlern, ne? Das ist ja sehr ein altes. Ist ja ein sehr altes Spiel. Und das ist ja nur der HD-Patch. Was ja einfach nur eine Auflösung zugefügt hat. Was ja schon sehr lobenswert ist, dass sie das überhaupt gemacht haben. Finde ich sehr nice. Hat zum Beispiel Microsoft bei AOE nicht gemacht. More Focus. Und nein. Na, oh. So. War gerade schief gelaufen fast hier. Und oh, ich habe sogar sehr viele Bogenschützis. Vielleicht wäre es gut, wenn ich mich auch. Euer Gnaden. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Wäre es gut, wenn ich mich um die Wirtschaft erstmal ein bisschen kümmern würde hier. Ja, Bogenschützen bereit. Hier gehen die hoch. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. Mein Herr? Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja. Sind auf dem Weg. So. Paar Getreide. Käse rein. Käse ist geil. Wenn Kinder keinen Käse liebt. Käse ist nämlich hier. Scheiße, kein Holz. Käse ist nämlich ein Naturprodukt. Wächst auf den berühmten Käsebäumen. Die in. Ihr seht es ja hier, ne? Muss so hier abgegrenzt werden. Dann wächst so ein Käsebaum. Und in Bewegung. Aber jetzt habe ich schon zu viele gesammelt, glaube ich. Ja, wir machen erstmal kurz Orten hier. Orten am. Eure Beliebtheit steigt. Ja. Genau. Die Beliebtheit steigt. Und das ist sehr gut, denke ich. So. Ja, was gibt's da jetzt im Hause, Dimisai? Nicht. Ja, ganz simple Antwort. Oh! Was ist hier los? Wer wagt es, den Drachen zu überfallen? Ist ja wahnsinnig, das Herr. Rücken aus. So.
Ah ja, Steine könnte ich noch bauen. Aber ich will mich erstmal um meine militärische Versorgung kümmern. Weil, Ich glaube hier, das ist Kriegsspiel. Alter, ich minimiere mir gleich das Spiel und... Ich minimiere es jetzt wirklich. Ah, fuck. Okay, hoffentlich ist das jetzt behoben hier. Also, ich habe hier mal... SV Sheets 1 angemacht. Oder die rüsten da wirklich auf hier, ey. Das ist doch Bullshit, ey. Wo ist denn der zweite Typ hier? Ja. Ah ja. So, okay. Wir wollen... Wartet, Alter. Gebt ihr gleich warten. So, machen wir es mal ein bisschen fixer, schneller, faster. Fast and Furious, Teil 8. Mit, Dieter Bullen. Ja, wieder richtig lustig drauf, ne? Ich habe heute einen ganzen Clown gefrühstückt zum Frühstück. Und genau. Okay, jetzt ist wirklich warten hier. Ja, also genau, ja. Zum Thema, was gibt's Neues? Es gibt eigentlich nicht viel Neues. Eigentlich will ich ja, wie gesagt, war ja mein Plan so für die Zukunft des Kanals. Ihr seht es ja selbst hier. Es kommt eh nicht viel. Und mir fehlt auch, eigentlich fehlt mir einfach nur die Motivation nach der Arbeit zurückzukommen. Also von Arbeit zurückzukommen ist erstmal das erste Ziel, was ich jeden Tag anstrebe. Aber mir fehlt einfach die Motivation einfach... Ah, oh, wir haben ganz schön viele Holz. Viele Holz. Und ich kann nichts bauen. Ist das geil. Bleibt das Stein, wenn ich das jetzt wegräume? Fuck. Kann ich hier was hinbauen? Nein! Richtig useless, Alter, ey. Ja, klasse, ey. Nee, und mir fehlt halt die Motivation so ein bisschen, ne? Es ist ja auch nicht so, dass das, mein Kanal sehr viele Zuschauer anlockt. Oh, Wunder. Aber ich... Ach, scheiße. Vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Aber ich kenne die Probleme. Das ist mir schon klar. Ich mache hier... Ich mache auch... es ist meine Schuld. Ist nicht so, dass ich jetzt sage, naja, der Let's Player-Boom, der vor 5 Jahren stattgefunden hat, vermutlich ungefähr, und der ganze YouTube-Kram, bla. Die ganzen anderen sind ja schuld. Nee, das ist... Das sehe ich nicht so. Es liegt schon eindeutig an mir, dass ich mich nicht weiterentwickelt habe. Und das haben ja auch viele, oder hat mir auch einer in einem elendlangen Kommentar quasi klar gemacht nochmal, oder halt gesagt, dass er mich deswegen deabonniert. Und ich kann ihm das nicht übel nehmen. Also was heißt, wie gesagt, ich kann ihm das überhaupt nicht übel nehmen. Weil, wie gesagt, die Probleme sind mir halt bekannt, nur... Wir benötigen Holz. Oh, scheiße. Nur muss ich halt ehrlich sagen, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich einfach nur scheiße faul bin halt, ne? Oder, naja gut, nicht vielleicht nicht daran, sondern eigentlich wirklich, dass ich halt, dass die Motivation, ne? Wir müssen ja auch mal Englisch reden hier, mit englischen Fachwörtern hier, Motivation, ne? Die fehlt mir ein bisschen. Genau. Ach, noch eine kurze Sache an der Seite hier. Ich habe ja einen neuen Monitor jetzt. Und das ist 2560x1440p. Wird aber auf 1080 runtergerendert. Das heißt, es könnte trotzdem sein, dass es ein bisschen kleiner vorkommt. Alles. Die ganzen Sachen. Genau. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Was habt ihr vor? Nee, und es liegt halt einfach an mir. Klar weiß ich auch so nicht mittelrichtig, was ich jetzt noch spielen soll. Also Spiele, gut. Spiele würden mir wahrscheinlich ein paar einfallen. Zum Beispiel habe ich ja jetzt hier die Definitive Edition mir von AOE runtergeladen. Die ist auch ziemlich nice.
Alter, wir werden überfallen. Die Definitive Edition von AOE 1 gekauft und 2, da würde ich das vielleicht spielen. Oh mein Gott, wollt ihr mich rollen, ey? Alter, ich habe die dümmsten Bogenschützen, die ich kenne, ey. Bin zur Stelle. Das ist Bogenschützen, mein Bogen ist euer. Rücken aus. Die stehen hier, die chillen hier einfach daneben, Alter. Alter, verpisst euch mal bitte. Von diesem Scheiß, Alter, ey. Das ist eine Nachricht. Oh mein Gerate. Gott. Ihr habt euch mit dem mächtigen Depot. Ah nein, jetzt haben sie es gecheckt. Das. Oh! Das ist ja gar nicht die Boko, wie hier rumsitzen. Trottel, ey. Ja, und genau, es ist halt ein bisschen einfach. Eigentlich alles meine Schuld, so, ne? Und ich war halt so, ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier ruhmreiche Tage hatte, aber damals, ich muss kurz eine Fliege killen. Damals, da lief das schon halt bedeutend besser, sag ich es mal so. Ne? Da war ich noch jung, da war ich motiviert, da hat man einfach noch Zeit gehabt nach der Schule. So ist es ja wirklich gewesen, ne? Nach der Schule einfach hingekommen und was hat man zuerst gemacht? Naja, einen Rechner gesetzt und Bild gezockt und... Damals war das ja. Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. In, kann man sagen. Unsere oh Gott, Alter, sich. Lol, what the fuck. Kein Geld gemacht die ganze Zeit, weil ich einfach nur zu behämmert war. Wir benötigen Gold. Ja, okay. Ich kümmere mich drum. Kehrt mit Holz zurück. Holt Holz. Hol Holz! Hol das Holz. Bin zur Stelle. Genau. Damals war es ja auch noch so, wie gesagt, haben alle ein bisschen, der Freundeskreis hat Let's Played und man hatte sich gegenseitig quasi motiviert angesprochen zu sagen, jo, hier, das sind meine nächsten Projekte, bla bla bla. Das gibt's ja nicht mehr. WikiOrt, wie gesagt, ist macht das gar nicht mehr. Kal07 ist macht sein eigenes Ding, also was heißt sein eigenes Ding, hat sein eigenes Leben. Kann man auch nicht vorwerfen ihm, dass er jetzt sein eigenes Ding macht und sein Leben lebt oder sein Privatleben halt jetzt vorgeht. Aber Mensch, mach doch das Tor auf. Genau. Und Goblin, der streamt halt und naja, Stream ist halt. Naja, ich muss ehrlich sagen, Stream ist mir vom technischen Aufwand ein bisschen zu hoch. Es muss halt alles gleich passen und ich bin so ein kleiner Perfektionist. Das heißt, jetzt beim Let's Play, ne, kann ich aufnehmen und danach einfach nacheditieren, wenn der Ton zum Beispiel zu leise war oder der irgendwas nicht gepasst hat, so irgendeine Stelle oder so. Das ist bei mir ist es immer übelst schlimm, wenn ich anfange zu streamen, da gucke ich dreimal nach, ob der Ton passt und das ist dann schon echt krankhaft, so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Das stört mich selbst, aber so bin ich halt eben. Wie gesagt, kleiner Perfektionist bin ich und wenn da nicht alles passt, dann kriege ich da keine Ruhe und beim Streamen, da bin ich auch, wie gesagt, wenn da die Motivation fehlt, ne, dann wird man auch nicht täglich streamen, was ja wichtig ist im Stream. Das kriege ich ja noch nicht mal mit Let's Plays hin, wo man sagen kann, hier, yo, ich nehme mal ein paar Videos vorne herein auf und lade jeden Tag hoch oder so. Wenn ich das noch nicht mal hinkriege, wie soll ich denn das Streamen kriegen? Das ist das Hauptproblem. Ja, man kann auch sagen, ja, ich mache einen Wochenstream oder so, aber ja, es müsste halt eine neue IP, wollte ich gerade sagen. Neue IP sein quasi, nicht mehr unter dem Namen Demisai. Es müsste halt quasi ein Demisai 2.0 sein, wenn nicht sogar ein komplett anderer Name, um einfach nur vielleicht ein bisschen dass die Altlasten vielleicht ein bisschen beizulegen. Aber wie gesagt, es ist halt rein jetzt hobbymäßig so, wie es auch eigentlich, wie ich sage, dass es eigentlich sein sollte, so dass es nur noch so ein reines hobbymäßiges Ding ist, ne?
Aber wie gesagt, es ist halt. Dann da kann ich mir auch nicht so viel davon. Ihr könnt das nicht ja, warten. My Lord. Tipp aus, ey. Ich kann hier keinen Trommel hinzimmern. Du Obst weg! Wir essen kein Obst hier bei mir. Ja, genau. Es ist halt. Ja, das geh mit der Zeit oder geh. Ne? Habe ich ja schon oft gesagt und das ist das trifft perfekt auf mich zu. In Bewegung. Nö? Nö? Genau. Und sobald ich da keine Kraft sehe oder mich aus alten Zeiten, also ich schwecke auch manchmal Nostalgie, was manchmal nicht schlecht ist, aber wenn man nur ständig halt da... Ey, jetzt reicht's mir aber mit euch, kleinen, dämlichen Pisser hier, ey. Macht nass, Alter. Macht die alle nass. Regen mich auf, ey. Die treffen ja auch noch manchmal, das ist ja das Problem. Mein Bogen ist euer. Bogen gespannt. Macht's nass, ey. Visiere an. Treffen sogar, ey, das ist so unglaublich. Ziel angepeilt. So, jetzt ist Ruhe. Genau, es ist, war halt so ein typischer Rennerspruch eigentlich immer so, ja, früher war alles besser. Es werden Waffen zur Stelle. Ja, es ist halt werden typisch. Waffen benötigt, Sire. Euer Gnaden, euer Gnaden. So. Peters, wir fangen bei dir hier links an, hier. Klänkchen. Hm, noch eine Schlange. Schlange. Oh, okay. Dann halt zwei Schlangen. Oh. Vielleicht soll ich das Handy nicht unter das Mikrofon legen. Geiler Typ. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Wird das hier meine... Wir benötigen Gold. Shit, wir benötigen Gold. Das hab ich. Eine Nachricht vom Schwein. Lauf weg, kleines Hündchen. Also das hat aber echt lang gedauert, bis der zum Angriff ansetzt. Wo ist der denn überhaupt? Ich höre auch rechts Stimmen, also den Schrei, aber ich sehe keine Gegner auf dem. Was denn? Ernsthaft jetzt? Hm. Ja. Dann kein Angriff von ihm. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Eine Bauern. Es fehlen Bauern hier. Alter, hier ist alles voll. Ohne Scheiß. Brauchen wir Gebäude. Eine Nachricht vom Schwein. Ich mache Hackfleisch aus euch. Hackfleisch. Eine Nachricht der Ratte. Hackfleisch. Womit habe ich das verdient? Hast du auch angegriffen? Ich hätte euch vernichten sollen. Hätte. Fahrradke. What the fuck? Was ist denn hier passiert? Was ist hier passiert? Also, der Bergfried ist komplett. Reicht jetzt, ey. Ihr reicht es, se. Ich hab übelst viele Mehl vorkommen. Wächst so bei mir. So schön, das Mehl. Wir bereiten mal ein bisschen schon alles vor. Rekruten benötigt, Sire. Brauche mehr Hütten. Das ist nur so leicht gegen einfach mal ein Haus zu bauen. Dann, naja, jetzt kommen hier sechs Bauern. Nur so wie bei OE. Geil, ich bin reich. Unsere Schatzkammer leert sich. Wollen wir nicht vielleicht das Eisen erst einnehmen und den Typen killen? Der ist daneben. Der hat hier auch noch einen Haufen. Schlange, Schlange, Ratte. Schlange, Schwein, Schwein, Ratte. Okay. Ja, dann. Bin zur Stelle. Jo, na dann. Ey, wir machen das einfach ganz, ganz langsam. Ey. Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. Mit Vergnügen ein Ende bereiten. Ja. Ich bin die Schlange. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Abstand ist zu groß, Abstand ist zu groß. Ja, hier der nächste. Der hier ist der näherste Turm, den ich bauen kann. Und da komme ich immer noch nicht über die. Über diese. Felsen.
So. Katapult bereit, Mylord. Jawohl. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Bogenschützen bereit. Ein weiter Weg. Alter, ist es hier draußen? Lauf einfach. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Ich will keinen Bauern, ich will einen Profi haben. So. Oder wie das läuft, ey. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Lebensmittel sind wirklich, könnten wirklich knapp werden dann. Brauche mehr Bäckereien. Katapult bereit, so. My Lord. Katapult wird bewegt. Katapult greift jetzt an. So gut wie erledigt. Boom. Oh, oh, oh. Shit. Ich spiele gerade die ganze Zeit so ein bisschen Lara Croft Go, heißt das, glaube ich. Ist geil. Wir werden überfallen. Und kriege ich so ein bisschen Bock auf Lara Croft auf dem PC halt. Ich habe sie auch noch nie gespielt, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ich das nämlich sehe, kriege ich übelst Bock auf Indiana Jones. Und der Turm von Babel, was ich ja damals auch mal let's played habe. Das ist das erste und einzige let's play, was ich angefangen habe und dann so ganz sneaky. Was? Das waren schon 20 Steine? Was ich so ganz sneaky aufgenommen habe, so, da habe ich dann für 20 Portal gespielt oder 5? 20 waren es, glaube ich. Und dann habe ich es gelöscht. War. Ich habe mich damit immer gerühmt, dass ich jedes Projekt also abgeschlossen habe. Damals noch. Na, jetzt reden wir wieder vom berühmten damals. Eine Nachricht der Ratte. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Pöß wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Ach da, weißt du, was ich gleich wegfege hier, ey? Euer Gnaden. Genau. Und dann war Stronger Crusader, Age of Empire. Mensch. Und dann war halt das Indiana Jones mein erstes Spiel, was ich halt abgebrochen habe und komplett vom. Das ist eigentlich schade. Sehr, sehr, sehr schade. Ich hätte mir. Eine Nachricht der Schlange. Glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, meine Herrschaft über dieses Land in Frage zu stellen? Weil ich hab das, ich würde es mir gerne angucken. Also ich meine an sich, guck ich mir nicht so gerne alte Parts an, weil da kriege ich halt, ja, heutzutage würde man cringe sagen, aber es ist halt wirklich cringe. Und, naja, aber es ist halt Geschichte, man. Ich bin jetzt nicht so einer wie das Mirko zum Beispiel, der dann sagt, naja, ich lösche jetzt einfach alle Videos. Alter, wird das jetzt mal gemacht? Sind die gerade außen rum gelaufen und die haben überlebt? What the frick? Katapult bereit, my lord. Eine Nachricht vom Schwein. Schlag die Trommel, blas das Horn. Das Schwein ist im Anmarsch. Direkt von vorn. Wie ich mir noch Haufen Sachen gekauft habe, weil ich sage, ja, hier eine Super Nintendo mit Super Mario World, das will ich auch noch let's playen. Vor allem Super Mario World würde ich blind let's playen, ne? Müsste ich mal vorstellen. Ich habe das Spiel nie durchgespielt. Ich habe immer nur bis zur zweiten Welt oder so gespielt. Wackelig wie ein Kartenhaus. Und dann, das war's dann. Eine Nachricht vom Schwein. Ist hier eigentlich noch alles? Ja. Hackfleisch aus euch! Hackfleisch! Ah, ja, ja. Okay. Eine Nachricht vom Schwein. Solange da in einem Hack kein Pferdefleisch drin ist. Wie, dann Witz, der 10 Jahre zu spät kommt. Mensch, du, ey, ich bin echt aktuell, du, ey. Achtung! Naja, aktuell ist ja das Corona und ich will eigentlich davon auch nichts sagen, weil man muss sich jeden Tag damit auseinandersetzen. Da bin ich der Meinung, dass man auch mal es nicht ständig anquatschen muss halt. So, hier sieht man wieder Retro Dreamisai von 2012, Mission in Klammern Sicherheit. Speichern. Damit das ja auch das ist ja auch nicht verloren geht. Also, ich habe die Sicherheitskopie gemacht, weil ich kann euch sagen, warum es die Sicherheitskopie gibt dort halt, oder warum es Sicherheit, warum es da sowas gibt hier, so eine doppelt gespeichert. Und zwar, früher auf Windows 7
Spiel habe ich ja auf Windows 7 angefangen zu Let's Playen. Auf meinem Notebook. Mann, du, das waren Zeiten, du. Nee, alles gut. Und jedenfalls war das nämlich, die Sache war die, wenn man das Spiel ohne administrative Rechte gestartet hatte und gespeichert hat, hat das einfach nicht gemacht, weil man Windows 7 sich sagt, nee, da hat diese Anwendung hat keine Berechtigungen, auf diese Festplatte zu schreiben. Und da gab es nämlich einen Part, da habe ich, okay. Da habe ich, sind auf dem Weg. Katapult Shit. Bereit, my Lord. Da greift meine geilen Katapult an. Oh shit, schaffen die das? Boys? Nee, schaffen sie irgendwie nicht. Oder? Doch, schaffen die. Ich bin begeistert. Meine Jungs sind... Ja, ist wirklich beeindruckend. Du sagst es. Dafür... Es werden Rekruten. Kriegt ihr Verstärkung. Mein Bogen ist euer. Dafür, dass 15 Mann ein weg sind. Weiter Weg. Genau, und ich war mir dann früher immer nie sicher, ob der wirklich gespeichert hat. Und da habe ich eine Sicherheitskopie angelegt. Und dann halt immer geschaut, ja, hat er denn auch diesmal wirklich gespeichert oder hat er mich wieder nur angebranzt halt, ne? Weil das Spiel sagt ja speichern. Und tut es ja so, als würde der was draufschreiben, aber er hat es nicht gemacht. Jetzt soll ich meine... Alter, laufen die wieder außen rum? Was ist denn los mit dieser KI, ey? Ich flipp aus. Wir folgen euch, Herr. Ja, folgt mir und tötet ihn. Alter, der Burgfried ist unzerstörbar, ihr Katapulten. Wollte ich euch nur mal mitteilen. Eine Nachricht der Schlange. Glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Meine so, der müsste jetzt eigentlich... Land, was? Wo hat er denn die 8 noch stehen? Mein Herr, eure Befehle? Bin zur Stelle. Mal hier ein paar verschieben. Bogenschützen bereit. Oh, bei dem geht's richtig schlecht. Noch kurz einen Schluck. Dringen. Ja Leute, ich wüsste auch, ich würde auch schon wahrscheinlich wissen, was ich, wenn ich mich dazu irgendwann mal vielleicht entscheide, ne? Oder wenn ich eher reagiert hätte mit dem Wandel, sagen wir es mal so, hätte ich es vielleicht so gemacht, ne? Erstmal so aktuellere Spiele, also nicht muss ja, na gut, nicht aktuelle Spiele spielen, sondern halt. Einfach nur. Einfach nur knackig editierte Parts. So wie diesen Part hier, hatte ich bestimmt so in 10 Minuten geschnitten. Um, wie es halt jetzt typisch ist anscheinend, so die besten Stellen. Die besten Stellen da. Extrem dumm, dass da hinten los konnte, ne? Jo. Achtung. Jo, also hier will ich euch nochmal was zeigen hier. Stehen zu Diensten. Nicht mit der Rüstung. Ihr scherzt, mein Herr. Vorwärts, Männer. Ja, das wussten viele nicht. Da gab es nämlich hier mal ein Video, wo... Habt ihr schon gewusst, es gibt Sounddateien für... Das Graben der Ritter, wo ich mir dachte, ja, die gibt's, weil die habe ich schon sehr oft gehört, weil ich das halt auch mal Graben aushebe, ja. Eure Befehle? So, wir speichern. Wir haben nämlich einen Typen fertig gemacht. Und das in einer Rekordzeit von nur 10 Sekunden. Uiuiuiuiuiuiui, der Dimi ist ja wieder richtig lustig drauf, ey. So, wir gehen auch gleich zum nächsten Typen. Ich habe jetzt das Spiel mit so einer hohen Auflösung, dass man sieht, dass sie einschlagen, aber man hört keine Steinschläge quasi, weil die Entwickler haben sich gedacht so, jo, man spielt das eh nur mit 1080p und dann ist so ungefähr die ne? Was, echt? Oder ist das verbuggt einfach nur?
Du bist verbuggt. Aber jedenfalls, wenn das außerhalb der des Fenster-Dingens ist von 1080, hört man es nicht mehr. Glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Spinder Dimmi. Wir benötigen Steine. Was, Steine? Alter, ey. Schon mal so einen Stein an den Kopf gekriegt. Ja, in Bewegung. Jo, killt mal schon ein paar. Lol. Die haben doch sogar die Advantage, ne? Auf dem Berg dort oben. Achtung! Es werden Rekruten benötigt. Also ich brauch noch ein paar Schwertkämpfer oder sowas. Es werden Waffen benötigt. Verzeihen Sie? Entschuldigen Sie. Wie geht es hier zu Knusperhäuschen? Es werden Rekruten benötigt. Ich muss da unbedingt hin. Ein weiter Ach, Mann. Weg. Es ist halt. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Mein Bogen ist halt 2020. Hat sich einiges geändert im Jahr Bin zur Stelle. Von 2010 oder so. Weil manchmal gucke ich mir auch, wenn ich die alten. Das ist mal ganz, ganz banales Beispiel. Wenn ich mir die alten Game One-Folgen zum Beispiel angucke. Ein weiter Weg. Ja, Ewigkeiten schon noch nicht mehr gemacht, solche Folgen zu schauen. Da sieht man noch, dass es im Januar geschneit hat, wo man sich denkt, oh, ja, wow. Aber wenn man es mal überlegt, ne, dieser Winter war nichts halt, ne, da war kein Schnee, gar nichts, das stört mich schon ein bisschen, ne. Kam ich nicht in meinen Wintermodus, ne, wo ich dann anfange mit dem Auto umzufahren. Ja. Es gibt sogar auf meinem Handy noch eine Nachricht vom Schwein. Bald, Mensch, Ruhe, jetzt rede ich. Jetzt ist gut. Scheiße. Wo ich dann so mit meinem alten Audi gefahren bin und im Winter halt auf einem riesengroßen Parkplatz, Privatgelände. Und quasi gedriftet habe und dann so Tutorial-like gemacht hat, so mit, ja, heute zeige ich euch, wie man hier mit Frontantrieb ein bisschen driften kann und bla. Wie im Nachhinein denke, what the fuck, Demi, ey. Wir benötigen Steine. Ein erträglicher Unfallus. Warum ist denn jetzt hier eigentlich diese Belagerungsmusik? What the fuck? Wo kommt der? Der kommt immer von rechts anscheinend. Naja, gut. Mach ich einfach mal zu, wieder die Mauer und fertig ist. Eine Nachricht vom Schwein. Ich mache Hackfleisch aus euch. Hackfleisch. Ja, ich bin das Schweinchen. Und bin angepiest. Jo, genau. Ja. Ja, das Video mit dem Driften ist halt eigentlich immer noch auf meinem Handy drauf hier, aber ich habe mir dann gedacht, ey, das ist genauso lächerlich wie Aufbau eines Gaming-PCs. Ich habe das ja damals täglich gemacht hier, PCs aufgebaut und zusammengeschraubt. Und naja, es ist halt. Klar, da ist halt wieder der alte Dimmi-Sai, ne, mit seinem alten Charme, passt. Wir folgen euch, Herr. Aber es ist halt komplett unnütz. Alter, es ist wirklich, ne, es ist halt ein Screen weg und die tun schon Quatsch mit ihr verlangt viel. Ja. Naja, wenn ich überlege, dass ich schon 10 Jahre oder so, ne, im Business bin. Wir schließen die Wehrlot. Eine Nachricht der Ratte. Habt ihr Angst? So, komm, den machen wir jetzt auch noch nass. Mit seinen Leiterträgern dort hier. Aber der Typ ist komplett verbuggt irgendwie. Der hat keinen einzigen Mucks gemacht. Naja, komm. In Stronghold 1 gab es ja eine Mission, wo wir mit dem verbündet waren und der uns dann hintergangen hat, der Drecksack halt. Nee, aber nochmal zum Thema Leben. Ich weiß nicht, warum ich heute so ernst drauf bin.
ist anscheinend hier heute. Heute ist Freitag, bald geht's Wochenende los. Jetzt muss ich hier erstmal alles loswerden, hier, damit ich entspannt ins Wochenende gehen kann. Nee, aber man muss halt auch Entscheidungen treffen, die nicht nur quasi safe sind, sondern auch mal ein bisschen risky sind. Sonst ändert sich halt eben nichts. Das war damals bei mir, ich erzähle euch jetzt eine kleine Geschichte. Was heißt Geschichte? Ich erzähle euch mal das, was ich meine oder wie ich es mir vorstelle, was ich meine. Und zwar, stellt euch vor, ihr seid 18 Jahre alt, habt eine Wohnung, ein Auto und seid in der Ausbildung. Ihr habt in der Ausbildung so wenig Geld bekommen, dass ihr Berufsausbildungsbeihilfe beantragen müsstet und bekommt, damit ihr überhaupt es überlebt, weil, sag's mal so, die Wohnung kostet Geld, die war zum Glück sehr günstig, 150 Euro warm, absolut, absolut günstig, gibt's nichts günstigeres, ich hab noch nie so günstig gelebt. Habt ein Auto, wo ihr Versicherung, Tank, Wartung, mit Wartung habe ich zwar immer selbst gemacht, quasi Bremsen getauscht, Reifen gekauft, Reifen bei einem Kollegen aufgezogen, also das, gut, Reifen ist jetzt natürlich nicht jedes Jahr oder so, aber quasi ich habe versucht immer alles selbst zu machen, nur die nötigsten Sachen wie mal, ja, bei meinem Auto war mal die Motoraufhängung kaputt, da hängt da... Hing der Motor einfach mal schief, weil da drei Schrauben abgeflogen sind. Sehr gut, der Kornspeicher ist voll. Genau. Und das müsst ihr halt auch bezahlen. Und in meinem ersten Ausbildungsjahr habe ich nur brutto 440 Euro bekommen. Das weiß ich ganz genau. Das waren 448 oder 440 Euro halt abgerundet oder aufgerundet 450 Euro, uiuiuiui, brutto, das heißt davon kam noch Steuern so ein Scheiß weg. Ich glaube Lohnsteuer nicht, weil da hatte ich zu wenig verdient, um das zu bezahlen, aber halt trotzdem noch andere Steuern wie Krankenversicherung und Rente. Das heißt, ich hatte, ich glaube 300 Euro hatte ich so am Ende des Monats raus und wenn schon die Hälfte davon die Wohnung ist, dann muss ich das Auto bezahlen, was ja jede Woche vielleicht so aller zwei Wochen frühestens. Ey, Junge, du musst bist schon hier dein Bogenkämpfer hier, du musst schon ein bisschen zurückgehen. Was schon 50 Euro Tank sind. Versicherung aller Vierteljahr 200 Euro, weil man ja ein bisschen unerfahren ist. Also. In Augen von den Versicherungen muss man ja noch mehr bezahlen, weil man halt in der Sicherheitsstufe, Schadensfreiheitsklasse dann nicht so hoch ist. Genau, es blieb nicht viel übrig, deswegen Berufsausbildungshilfe. Ich hatte am Ende des Monats hatte ich 600 Euro ungefähr. Das war schon echt knapp, ne? Und jetzt hatte ich nach den drei... Jetzt habe ich sehr, sehr, sehr viel erzählt halt. Jetzt kommen wir mal zum Punkt, ne? Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Jetzt war halt am Ende der dreijährigen Ausbildung, man kann jetzt sagen, ja, du kriegst ja pro Ausbildungsjahr mal mehr Geld. Sag's euch so, es waren am Ende des dritten Lehrjahres, also am dritten Lehrjahr hatte ich 540 Euro brutto, ne? Das ist ja jetzt nicht so die Welt, um ehrlich zu sein, ne? Warum höre ich hier keinen Sound? Egal. Naja, jedenfalls, nach den drei Jahren kommt der Chef zu mir, wollte mich logischerweise einstellen, weil ich war ja eine sehr günstige Arbeitskraft, habe alles gemacht. Oh shit, naja, ich wollte eigentlich, müsste ich vielleicht erstmal den Turm hier vernichten. Katapult wird bewegt, gut wie erledigt. Genau, und müsste ich mal überlegen, ne? Damals war noch 2013 war der Mindestlohn 8,50 Euro, ne? Da saß ich dann so 1-2 Monate beim Chef da und haben über meine Gehaltsvorstellung diskutiert, wo ich dann, ich bin noch nicht mal sehr hoch reingegangen, ne, als IT-Techniker, ne, denkt man sich, ja, ja, 20 Euro die Stunde, bla bla bla. Ich bin dort mit 10 Euro die Stunde, ich wollte einfach nur 10 Euro die Stunde haben, damit wäre ich anscheinend schon zufrieden. Wo ich mir dann dachte,
Ja, 10 Euro die Stunde ist schon, muss schon mindestens drin sein, als IT-Techniker vor allem, ne? Das ist auch sehr gut, dass die Waffenkammer voll ist. Dann gebe ich mal ein bisschen was aus. Genau, und der Chef dann zu mir so, was? 10 Euro die Stunde? Das geht ja überhaupt nicht und was sind das denn für Gehaltsvorstellungen und bla 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 und... Mindestlohn ist schon gut, weil für 8,50 Euro, da können sie so gut leben in dem, wissen sie, da kriegst du das und das für 8,50 Euro, dachte ich mir dann, am Ende vom Gespräch dachte ich mir, ist der eigentlich behindert oder was? Ich habe hier 3 Jahre gelernt und jetzt kommt er mir an mit, jo, hier 8,50 Euro sind schon das Maß der Dinge für einen IT-Techniker. Und ich dachte, ja, Alter, okay, dann geht halt dort lang, Idioten, ey. Nee, und da... Das war halt 2 Monate quasi vorm Ende der Ausbildung. So, dann habe ich meine Prüfung gemacht, meine praktische Prüfung halt abgehalten, mein Projekt quasi, meine Endarbeit. Und habe halt bestanden. Ein weiter Weg. Unglaublicherweise, ja. So, dann... An dem gleichen Tag habe ich gesagt, hier, ich hab's geschafft, ne? Da sagst du, naja, dann können wir jetzt das Weitere klären. Sitzt dann nochmal bei dem, ne? Kommt der an. Hab schon gedacht, okay, 8,50 Euro, naja, dann, da habe ich halt wenigstens Arbeit und, naja, dachte ich mir, mach's es halt vielleicht für 8,50 Euro. Sitzt du drinne, kommt der an mit, jo, also ich kann dich echt nicht bezahlen und bla und ich verdiene ja überhaupt kein Geld und bla und ich kann mir das nicht leisten, dich für 8 Euro, für 8 Euro für den Mindestlohn einzustellen. Da kam er an mit, jo, wir machen das auf Provisionsbasis und je nachdem, wie viel da halt reinkommt, so viel verdienst du dann halt. Wo ich mir dann dachte, Alter, ist das denn mein fucking Job? Zu gucken, also ich war halt Filialleiter schon im zweiten Lehrjahr, halt so ein halber, war halt Filialleiter und da war nicht viel los in dem Laden. Und der kam dann halt an, naja, wenn halt nicht so viel los ist, verdienst du halt nicht so viel, da verdienst du halt nur das für 7 Euro die Stunde. Wo ich mir dachte, Alter, das ist doch nicht mein Job zu gucken, dass mein Geld reinkommt. Und der hat dann halt, wie gesagt, echt versucht, mich für 7 Euro irgendwie die Stunde einzustellen als Filialleiter alleine und Werkstattleiter und irgendwie Produktionsleiter noch, weil ich mir dachte, ja, also ich kann auch noch mehr machen für weniger Geld, ne? Sagst du, nee, Dankeschön. Das war quasi ein Risiko, weil meine ganze Familie und haben halt gesagt, naja, mach das doch erstmal, dann hast du erstmal Arbeit und bla und... Ich habe dann nur gesagt, ey, sorry Leute, aber ich habe das jetzt abgelehnt. Das war halt auch so eine so instinktive Entscheidung von mir. Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, ne? Und jetzt bin ich halt schon in der Lage, also hätte ich das damals nicht gemacht, wäre ich bestimmt immer noch dort. Hätte mir einen Arsch abgearbeitet, würde noch beschissener jetzt nach Hause kommen. Und mit weniger Geld. Ich würde jetzt nicht in einer anderen Wohnung wohnen, würde immer noch meinen verklapperten Audi wahrscheinlich fahren, bei dem alles kaputt geht. Und ja, wäre aber damals noch die sicherere Entscheidung gehabt, weil da hätte ich halt Arbeit gehabt. Und deswegen habe ich gesagt, so nein, mach ich nicht. Damit hat er auch nicht gerechnet, weil der Typ, wie gesagt, mit dieser Ausrede mit, ich kann nicht dich bezahlen, das ist eine typische Chef-Ausrede. Der hat sich einen Mustang gekauft, der hat sich ein Haus gekauft und jetzt kommt er an mit, ich kann dich nicht bezahlen. Da habe ich mir gedacht, Alter, halt die Fresse, ey, ohne Scheiß, du kannst mich nicht bezahlen. Das Vorratslager ist voll. Steine, so gut wie erledigt. Da habe ich auch diese 3 Monate Sperre von der vom Arbeitsamt in Kauf genommen, weil ich mir gedacht habe, Alter, ist mir scheißegal, ob ich jetzt hier 3 Monate Sperre ab. Ich lass mich doch nicht hier von so einem Typen hier, von so einer Schlange quasi, zerspielen, ne? Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich habe danach, klar war das halt schon riskant von mir. Aber ich bin dann in einer anderen Firma gelandet, habe dort meinen Aufstieg gemacht, nochmal die Firma gewechselt, die Arbeitsstelle gewechselt und
bin jetzt eigentlich in der Lage, das zu sagen. Mir geht's eigentlich ganz gut. Bogenschützen bereit. Und lustigerweise, irgendwie ist halt ein komischer Part hier, weil ich quatsch hier nur irgendwie über Erfahrung, Lebenserfahrung. Mein Bogen ist euer. Lustigerweise, ne, komme ich nach Hause und habe immer noch keinen Bock aufzunehmen. Das war damals ja schlimmer, weil da kam ich 19 Uhr nach Hause. Jetzt komme ich vielleicht 16 Uhr nach Hause. Muss da trotzdem 8 Stunden arbeiten, aber genau, muss ja trotzdem meine 8 Stunden arbeiten am Tag, aber trotzdem halt so motivationslos zu Hause anzukommen, das ist dann schon echt ja, da liegt das Grundproblem wahrscheinlich irgendwo anders. Ich denke mal auch ein bisschen, wenn ich einen Kollegen hätte, mit dem ich mal immer so mal ab und zu mal aufnehmen würde. So wie bei COD, ne, mit meinen Cousins. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Das empfehle ich auch gerne. Würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen was machen. What the fuck, Alter. Jetzt macht das kaputt, ey. Wollt ihr denn lang, Alter, ey? Ohne Scheiß. Ihr seid grad... Mein Gott, Alter, ihr dumme Idioten, ey, ihr seid gerade in diese Meuchellöcher gelaufen, um dann umzudrehen und von hinten reinzugehen. Ich hasse euch. Was wünscht ihr? Einer für alle. Eine Nachricht vom Schwein. Jetzt drehen die schon. Eure Tage sind gezählt. Ich kotz mich aus, ey. So arbeitet hier jemand nicht? Es ist kein Platz in der Waffenkammer. Das ändern wir jetzt. Die Waffenkammer ist voll. Ich habe sie gerade voll gemacht. Dankeschön, dass du mich daran erinnerst, dass sie voll ist. Es werden Waffen benötigt sein. Hey, ich muss sagen, diesen Part habe ich relativ zügig gemacht, ne? Bin zur Stelle. Weil normalerweise baue ich mich so eine Stunde auf. Und jetzt habe ich nur 3 Türme, 4 Türme hingezimmert und habe direkt hier meine Armee aufgebaut. Alter, bravo. Zerstört doch einfach mal diesen scheiß Turm. Dankeschön. Ja. Katapult wird bewegt. So gut, genau, das war quasi damals zu den Zeiten ein riskanter Move zu sagen, hier, yo, ich nehme die Arbeit nicht an. Krieg lieber 3 Monate kein Geld. Und es waren noch 3 Monate. Am Ende der 3 Monate hatte ich dann nur noch 2 Euro auf dem Konto. Das war gar nicht bekannt. Also das bin ich gar nicht gewohnt gewesen, weil ich habe immer so einen Puffer, ein bisschen Sicherheit auf dem Konto gehabt. Das ist eine Zeit, die will ich auf keinen Fall wiederholen. Also geldmäßig halt, ne? Aber da, wo ich jetzt bin, wird sich das noch nicht wiederholen. Katapult bereit, my lord. Bogenschützen bereit. Aber was mich jetzt auf meiner momentanen Arbeit stört, ist halt, ja, wenn ich die Azubis von heute sehe, dann denke ich mir mal, was ist los, ey? Kann doch nicht sein, ey. Ich habe mir einen Arsch abgerackert und die kriegen ihre Facharbeit sogar einen Arsch geschoben, damit sie die Prüfung schaffen. Wo ich mir sage, das kann doch nicht sein, dass man dem Azubi quasi alles in die Goldwiege legt und er erst noch nicht mal wertschätzt. Katapult wird bewegt, so gut wie erledigt. Naja. Jetzt quasi für ein Jahr übernommen worden. Wir folgen euch, Alter, ihr Idioten, ey. Ja, rennt noch, am besten noch näher vor den scheiß Armbrüsten weg, ey. Bin zur Stelle. Genau, ja, keine Wertschätzung, gar nichts, immer noch so eine Leck-mich-am-Arsch-Einstellung, das kann ich überhaupt nicht leiden, ey. Die wissen gar nicht, wie es gut geht, ey. Die bräuchten wirklich mal, es klingt zwar hart, aber die brauchen wirklich mal so eine Schänder-Ausbildung wie bei mir, ey. Dass die mal sehen, wie es gut zu denen geht, ey. Los! Rücke aus! Bin zur Stelle! Alter, hier ist schon wieder alles offen, ey. Was hat der Typ, was, wieso kriege ich diese Angriffe denn mit? Und wieso sehe ich auch keine Katapulte, die dort, ey, ohne Scheiß geht mir nicht auf den Sack. Warum rennt ihr hier direkt an den scheiß Typen vorbei, ey? Ja. Ein weiter Weg. Wir benötigen Steine. Ja, Mann. So gut wie erledigt.
Das Vorratslager ist voll, mein Lord. Alles voller Holz hier, 1008 Holz. Wackelig wie ein Kaltenhaus. Bin zur Stelle. Ja. Wenn er das sagt, dann habe ich sein Burgfried nicht mehr komplett gemacht. Ein paar sind schlau, die haben es quasi nicht verdient, Bogenschütze zu sein, und ein paar sind dumm, die können an der Front sterben. Das ist wahr. Ich habe mir jetzt die Definitive Edition gekauft von AOE 1. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll von der Wegfindungs-KI. Entweder haben die das sehr detailgemacht, ne? Weil die KI ist ein bisschen schlauer geworden, aber gefühlt trotzdem noch so dumm. Wie vor 20 Jahren. Oder vor 25 Jahren. Oder aber die hatten keinen Bock, Oh mein Gott, ey! Die lassen sich alle abschlachten. Naja, dann stirbt ihr halt, ey. Es soll halt nur, die Schlausten hier ankommen. Mein Herr, Rücken aus. Sind auf dem Weg. Wir benötigen Steine. Ja, da hätte auch schon mal schlauere, ne? Eure Befehle? So, Typis, geht vor und helft euren Leuten an der Front. Wir haben es gerade sehr schwer mit meinen Befehlen. Vor allen Dingen die Typen, die über das Battlefield laufen. Katapult bereit! Wie viel Geschwindigkeit spiele ich denn? 70 habe ich gespielt, warte. Okay. So, nächstes Thema. Stronghold. Fällt mir nichts ein. Ey, ich hatte damals, als ich das Let's Play angefangen habe, gab es ja noch nicht mal diesen zweiten Kreuzzug. Alter, mach die jetzt bitte nass. Bogenschützen bereit. Mach die hier unten nass, Alter, ohne Scheiß. Scheiß auf den Lord, mein Gott, ey. Angepeilt. Ey, ohne. Ich hasse meine Scheißtypen, ey. Wisst ihr habt zwar die erste Hürde bestanden, quasi den richtigen Weg gewählt, aber ihr seid trotzdem dumm, ey. Bogenschützen bereit. Gespannt. Scheiße, ey. Drei Mann gehen hier einmal durch und machen alles nass, ey, weil die Typen zu dumm sind zum. Bin zur Stelle. Das ist dumm. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mein Herr? Ein weiter Weg. So. Kapult bereit. Wir stehen zu. Macht nass. Spürt meine Klinge. Ihr verlangt viel. Sie sind wehrlos. So. Kommt, Marsch jetzt. Arsch. Ich hab eine Einheit und das ist. Wer? Null. Okay, das war der Typ, der hier oben steht. Ja, null Einheiten. Kommst du gegen 34 Mann, klar. Nachricht vom Schwein. Was ist hier los? Jo, also hier sterben wieder alle, weil. Der hat mehr Glück als können hier, ey. Oh mein Gott, wenn er das jetzt schafft. Alter, ohne Scheiß, den hat das Glück gesegnet. Bereit, eure Lordschaft. Ja. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Lass uns einfach noch von so einem Scheil, von so einer Ratte natzen, ey. Naja, gut, der ist jetzt eh gleich down. So, Schwein erst war tot. Eine Nachricht vom Schwein. Wieder eine schöne Mission, die ich First Try geschafft habe, ne? Bitte. Eine so, jetzt Angriff. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Und Marsch. Und, ach, jetzt holst du deine scheiß Typen da vom Feld zurück, ne? Weil du jetzt kleine Eier kriegst. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Oh, die sterben alle, ey. Ich flippe aus. Der muft ihn einfach aus. Guck mal, der muft einfach meine Leute aus, ey. Mein Herr? So ein Genius, dieser Typ, ey. Er greift schon. Eure Befehle? Ja, greift diesen Holzfäller an. Das ist. Bin zur Stelle. Oh, Scheiß, Alter. Ich flipp aus, ey. Meine Männer, ey. Bin zur Stelle. Die haben die Intelligenz,
aus Fässern getrunken. Ruhe. Ich hab dumme Idioten, das hab ich. Katapult bereit, my lord. Der hat hier nichts mehr, ey. Der hat, wie viel hat er jetzt? 100 Truppen. 100, sag mal 50 Bogenschützen, 50. So gut wie erledigt. So. Katapult bereit, my lord. Viel Spaß damit. Das ist wahr. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Und los. Rücke aus. Ich finde es immer so unfair, dass die CPU einfach alles gleichzeitig machen kann, ey. Das ist bei AOE 1 schlimmer, ey, wenn sie dein Katapult immer ausmoven. Und du bist übelst beschäftigt, überhaupt da einen Angriff zu starten. Naja. Oh Gott. I'm rich, bitch. Rich, bitch, ey. Rich, bitch. Bin zur Stelle. Achtung. Bogenschützen bereit. Ein weiter Weg. Mein Bogen ist teuer. Okay, mir reicht's jetzt, ey. Bin zur Stelle. Wir jetzt Bogenschützen ein. Es werden Rekruten benötigt. Egal. Ein weiter Weg. Ach, das ist hier vor der Haustür. Bin zur Stelle. Hab ich nicht um 12 Gold. Es werden Waffen eure Befehle. Hab ich nicht umsonst 12 Gold gegeben. Bin zur Stelle. Muss jetzt mein Leben lang dienen für diese 12 Gold. Ne? Das ist schon echt geiler Deal. Steine. Oh, ja. So gut wie erledigt. Das Ding hat keine einzige Schraube dran. Ne. Der hat es ja auch schön zugebaut, aber. Ja. Sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist teuer. So. Wir sind bereit. Wir werden überfallen. Greift an, Brüder. So, kommt ihr von zwei Seiten klar? Nein, kommt ihr nicht. Eine Nachricht. Ja, mach doch eure zwei Schüsse hier. Ruhe. Mein Herr, eine Nachricht der Ratte. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Nee, wird's nicht. Du wirst sterben. Eure Lordschaft. Ja, deine Lanzenträger, die schmeißen ihre Lanzen von oben runter. Ist gut, dass du die da oben hinstellst. Wir folgen euch. Nieder mit ihnen! So, und jetzt? Jetzt ist Ruhe. Eine Nachricht der Ratte. So, und jetzt hoch mit euch hier. Meine Stupfe haben Bogen dran. Einfach meinen gar nicht verstanden. Das ist natürlich gut, wenn du deine Bogenschützen unten stehen lässt und die Lanzenträger oben, weil das ist, macht natürlich viel mehr Sinn. First Try, Alter, ey. Die Mission war irgendwie einfacher, als ich gedacht hatte. Aber es waren ja auch nur Lappen. Gut, zwei Schweine, zwei Ratten, zwei Sieg. Schlangen. So, 23.000. Ne, 2.300 hier. Oh, bis 2004 habe ich gespielt. Uiuiui. Es wird immer besser. Irgendwann mal. Ich sag euch, wenn wir hier sind, ist es 2020. Okay. Naja, gut. Dann war's das mit diesem Part. Ich danke fürs Zuschauen. Dass ihr es auch so weit geschafft habt. Und dann, ja, die letzte Mission mache ich eh mit einem Fähnchen. Gut, naja, Spaß beiseite, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.